Hi-ho, hier ist wieder der Stahlverbieger. Ich bin's nochmal. Ich möchte mal einen kleinen Reminder starten. Ich mache ja mit der Firma StageLink zusammen eine kleine, ja, ich nenne es mal Marktanalyse. Ich möchte in diesem Jahr gerne mal irgendwo in Deutschland, wo auch immer, vielleicht einen Workshop oder vielleicht ein Konzert mit meiner Band geben und dafür brauche ich eure Hilfe. Geht bitte mal auf die StageLink-Seite, ich blende den Link hier ein und dann eben halt in der Abteilung Stahlverbieger machen wir ein kleines Voting. Da könnt ihr einfach, das ist ganz unverbindlich, eure Adresse hinterlassen, also in welchem Umfeld ihr wohnt und wo ihr einen Workshop besuchen würdet oder ein Konzert. Und da könnt ihr dann mal gucken. Jetzt habe ich schon mal ein paar Fragen bekommen. Was ist denn der Inhalt dieses Workshops? Was passiert denn da? Also die Idee ist einfach, dass ich einen Workshop mache, irgendwo mit, ich sag jetzt mal, 10 bis 12 Teilnehmern. Und wir werden natürlich Musik machen, das ist ganz klar. Also da stehe ich nicht und erzähle irgendwas, sondern es geht bei so einem Workshop um Inhalte, ne? Ich möchte Musik machen. Was jetzt genau der Inhalt des Workshops ist oder der Workshops, das kann ich jetzt noch nicht sagen, weil ich arbeite ja nichts aus, wenn das vielleicht nachher gar nicht stattfindet. Also es geht jetzt, wir fangen vorne an. Es geht einfach darum, wir finden erstmal raus, ob es irgendwo Bedarf gibt. Dann werde ich natürlich Themen vorbereiten, das ist ganz klar. Ich kann diese Themen auch in Absprache mit den Teilnehmern machen im Großen und Ganzen. Beziehungsweise, ich werde das sowieso so machen, dass ich einen Workshop mache, ich werde Inhalte machen. Es sei, könnte zum Beispiel sein, es geht um Blueslicks oder um Solospiel oder eben halt diese ganzen Themen, die ich da mache. Da kann ich natürlich auch für verschiedene Schwierigkeitsgrade auch eine Rhythmusgitarre arrangieren zum Beispiel. Also wer solomäßig vielleicht noch gar nicht fit ist, aber Bock auf einen Workshop hat, kann immer trotzdem mitmachen. Ich werde dann auch einfachere Sachen eben halt vorbereiten, sodass dass ich die Leute da mitnehme, wo sie gerade sind. Also es würde ja keinen Sinn machen, jetzt irgendwie hier, was weiß ich, jetzt geht um Plektrum 16. Spiel, ne, dann kann natürlich ein Anfänger da gar nicht mitmachen. Also ich werde diese Workshops so gestalten, dass auch verschiedene Schwierigkeitsgrade, dass ich versuche, die Leute mitzunehmen dann irgendwie. Ne, also das mal zu der Thematik als solches. Und ich sag mal, bei so einem Workshop wird es einfach um Musik machen einfach gehen. Ne? Also dass wir an diesem Tag auch wirklich spielen zusammen und eben halt ein paar Ziele erreichen und so, dass jeder, glaube ich, ein bisschen was mitnehmen kann bei so einem Workshop. Das ist halt das Ding. Und mit der Firma StageLink geht es jetzt darum, einfach erstmal rauszufinden, ob wir das ganze Ding erstmal auf die Reise bekommen. Deswegen kann ich jetzt zu irgendwelchen Themen noch gar nichts sagen. Es ist auch ganz unverbindlich. Es ist einfach nur mal ein Herausfinden, ob wir sowas überhaupt anschieben können. Ne? Ich hätte da Bock drauf, wie das dann bei euch aussieht. Dass, da seid ihr jetzt ne, am Drücker sozusagen. Ihr könnt mir ein bisschen helfen, um das rauszufinden. Alles klar, schaut auch nochmal vorbei. StageLink bei Stahlverbieger daneben halt. Ne? Vielen Dank!